begleitet uns heute auf Mickey's Not So Scary Halloween Party. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier aus Walt Disney World. Heute geht es auf Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ich freue mich sehr, wir haben den Vormittag entspannt verbracht am Pool, haben ausgeschlafen und jetzt sind wir ready. Brina als gute Fee. Machst du noch dein Geräusch? Ich habe mir das Kostüm jetzt auch bestellt, aber heute nicht dabei. Ich habe heute Mickey Geist-Kostüm an. Das ist kein Kostüm, sondern ein Outfit. Ich finde es trotzdem sehr schön. Wir können jetzt noch, also die Party beginnt offiziell um 7 Uhr. Ab bis 6 Uhr hat der Park für alle anderen Gäste offen. Da müssen alle anderen Gäste raus. Wir dürfen weiter drin bleiben. Und da kommt auch schon der Bus. Ja, also ab 19 Uhr geht die Party offiziell los. Es gibt eine Parade, es gibt Feuerwerk, Charaktere und Süßigkeiten. Und das zeige ich euch alles in diesem Video. Shall arrive for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes start to shriek and harmonize. Bring wrinkles from out to Ja, wir laufen jetzt hier noch ein bisschen durchs Magic Kingdom rum, bevor es richtig losgeht mit der Party. Fahren jetzt Space Mountain, gehen dann noch Cheeseburger, Spring Rolls essen und treffen dann noch Cinderella. Also ganz entspannt. Und dann holen wir irgendwann unsere Armbändchen ab. Die gibt es an Dry Locations im Park. Im Tomorrowland, im Adventureland und im Fantasyland. Und damit dürfen wir dann sozusagen im Park drin bleiben und werden nicht irgendwann rausgeschmissen. Ja, also ganz entspannt jetzt noch, bis die richtige Party losgeht. Und mein Freund Zero ist auch heute dabei. Hi, Bas! We are ready for the Halloween Party. Yeah. Ja, Space Mountain ist eine sehr wackelige Angelegenheit. Da sind manchmal so Hubbel drin, da haut es sich raus. Also ist nicht die angenehmste Fahrt. Jetzt geht's zum Autopia-Version von Walt Disney World. Ich weiß gerade nicht, Speedway oder so heißt sie, glaube ich. Da kriegst du auch eine Abgasvergiftung.
Ja, wir haben uns jetzt die Cheeseburger Spring Rolls geholt. Die gibt es am Eingang vom Adventureland. Zwei Stück kosten $9,50. Ja, $9,50. Tut ein bisschen weh, aber die schmecken so geil. Dazu gibt es einen Dip und die lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, also wie erwartet, die Spring Rolls waren sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall nicht entgehen lassen, wenn ihr hier im Magic Kingdom seid. Wie gesagt, am Eingang vom Adventureland. Direkt rechts ist da so ein kleiner Stand. Könnte man übersehen, wenn man weiterläuft. Hi, Cinderella. Yeah? Join? Hi, how are you today? Very good. Ready for the spooky party? Doing all the festivities, right? Yes. You know, in Avalon we celebrate Día de los Muertos, and it's actually coming up very soon. Maybe you can join sometime. When is it exactly? So we celebrate, it's like Day of the Dead. Okay. We remember our loved ones who passed. Okay. We will be there. Yeah. We put up pictures of our loved ones. Why? Lots of flowers. Okay. We join you. Sounds good. Yeah, I like red flowers. What kind of flowers do you like? Pink. Yeah. Yeah. Cool. Yeah. Good. Yes. Yeah. Ja, wir haben jetzt unschlagbare 1,5 Stunden für Cinderella angestanden. Oh, fast wie in Paris im Princess Pavillon. Aber es musste sein und Rina hat, die war sehr fasziniert von Rinas Outfit. Die haben einen Zaubertrick gemacht. Sie hat sie verzaubert und sie fand meine Kürbisohrringe sehr schön. Kann sie immer eine Kutsche draus machen, hat sie gesagt. Wir holen jetzt unsere Bändchen ab und dann sind wir bereit für die Party. Wir haben unser Wristband im Fantasyland abgeholt. Es gibt verschiedene Stationen, auch im Adventureland und auch im Tomorrowland kann man die Bändchen abholen. Das heißt, man muss nicht mal in den Eingang gehen. Und wir haben auch schon unser Trick-or-Treat-Bag bekommen. Eine reusable Bag, wo wir dann Süßigkeiten drin sammeln können. Den Plan zeige ich euch später mal. We are looking for those trick-or-treating bags. We're going to keep heading right on down to our right. Right down to the right. Right down Market Street. Hi. You're wrong. Hi, thank you. Hi. Ja, bevor die Party richtig losgeht um 7, jetzt ist gerade so ein Zwischending und die Dance-Partys haben noch nicht angefangen. Ich glaube, Sally und Jack kann man schon treffen. Ich habe im Internet gelesen, ab 4.30 Uhr, also ab 16.30 Uhr kann man sich für die anstellen. Und wenn man das Wristband schon hat, kann man die dann auch schon treffen. Aber da ist locker immer so 1,5 bis 3 Stunden, könnt ihr da für locker rechnen, für die zwei. Und ja. Und es gibt noch andere Charaktere. Ich würde gerne Minnie, Daisy und Donald auf einmal treffen. Die kann man zu dritt treffen. Das ist so die Charaktere, die ich heute treffen würde. Es gibt noch Erik und Ariel. Natürlich Mickey im Halloween-Outfit. Aber auch erst ab 7. Es gibt spezielles Merchandise. Auch nur zu der Party und ich würde gerne den Spirit Jersey mir kaufen, wenn es sie noch gibt. Mal gucken. Das checke ich dann auch ab 7 Uhr. Ja, wir fahren jetzt erstmal eine Runde People Mover. Macht immer sehr, sehr viel Spaß. Wir gucken mal, wie weit Tron ist. Macht der nächste Jahr im Frühjahr auf. Und dann werden wir, denke ich mal, schon die erste Dance Party um 7 besuchen. Hier mit Mike Koslowski. And Star Traders. Transfer to green and red. Don't worry, your express train keeps on going through the future. Right by two of my favorite spots. It's in Tron. Approaching Tomorrowland Speedway and Tron Light Cycle Run. I love a good circuit. And these are two of the best tracks of the cosmos for a bit of light, speedy competition. Hier seht ihr jetzt Tron, macht nächstes Jahr im Frühjahr auf. Die ersten Testfahrten sind auch schon gewesen. Hätte ich gern auch miterlebt, aber das wird nichts. Sieht schon cool aus.
Please keep all of these tentacles clear of oncoming vehicles. Thank you. Trick or treat! Thank you! Hello! Oh my goodness, look how fabulous you look! Ja, man kann natürlich auch Charaktere treffen, und zwar hier Ariel und Prinz Erik zusammen. Ist natürlich auch ein sehr seltener Anblick. Schon richtig cool. Da ist wieder Trick or Treat und dann ist Essen. Happy Halloween. Thank you. Wir sind jetzt hier bei Taco Bills, glaube ich, im Frontierland heißt es. Wir waren nicht auch schon mal im Januar essen, und für mich gibt es die dreierlei Tacos mit Beef, Chicken und Pork, also mit Schwein. Aber man kann auch sagen, dreimal Beef, dreimal Schwein, also man kann sich die zusammenstellen, wie man möchte. Dazu gibt es dann verschiedene Dips, Salsa, Salat, Eiswasser habe ich jetzt noch dazu bestellt, Käse, Sour Cream. Ja, guten Appetit. Besteck habe ich aber noch vergessen. Das Essen war wirklich sehr, sehr lecker. Meine Tacos und auch Quinas Nachos und Burger und so, war alles sehr, sehr gut. Kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Das heißt, glaube ich, Picos Bill irgendwie. Im Frontierland auf jeden Fall. Und wir gucken jetzt, ob wir die Hokus Pokus Show sehen können. Die ist direkt vom Schloss. Also known as the Shadow Man. Well, well, what have we here? What? I might ask the same thing as you. What are you? What? I'm just little old Oogie Boogie, is all. And you know, the Shadow on the Moon at night, filling your dreams to the brim with fright. Woot! Winnie! Nefarious Nightmare! Yes, yes. And what? The underworld's ungodly domain. Woo! We call forth its ruler of death and disdain. Thank you. Fate, I hum and inspire with devious plots. Pirate from a faraway land, strike fear in our hearts with a hook or a hand. Taking claw? We invite and compel here a slithering snake with a sword. Ah, it's all right. Have all the good. Is it all working? Hey, I say, bye-bye.
Happy Halloween. Amazing costume. Happy Halloween. Happy Halloween. Thank you. Happy Halloween. Happy Halloween. Oh my gosh. Brother, this is so exciting. Oh, I'm Ella. This is my brother, Sam. Together we're Sam and Ella. Everyone seems to be pointing at this human in, let's see, over, yeah. Oh, yes, this yes. This human, everyone was pointing at them. Yes, so sir. I'm excited to chat with them and just share my knowledge of human Halloween. Yes, I think they threw you under the bus. What is your name? Romy. Romy, nice hey, to Romy. Meet you, Romy. Romy, where are you from? Chicago. Oh, yeah. Chicago. That's incredible because Chicago is actually the inventor of Halloween. Yeah, oh. People in Chicago invented Halloween, and it's fun because at the end of the year, to celebrate Halloween, they absolutely turn the river green, they have fireworks, they pop champagne, and they all celebrate. You think a lot. That is scary. I do not like to think a lot. I try to avoid that at all costs. So, I am going to scare humans out here, and I want you to be my judge on a scale of 1 to 5. Let me see your fingers. Put your hand up. Show me a 1 and show me a 5. Okay, we'll work on it. All right, you guys are doing great. All right, so, now, this is the deal. Okay, first of all, you have to sneak up on people. So, I'll be back to you guys in a minute, okay? Okay. Now, let's see. There's people. Okay. All right, see that girl that's dressed up really nice? I'm going to scare her. Okay. Good luck trying. You got to run in your hose! You got to run in your hose! Oh, no! Okay, did I do good? A 1. A 1? Yeah. Are you not scared of getting a run in your hose when you're going to a ball? No. Okay, you guys are prepared for that. Okay. All right, we're gonna try again. Let's see, okay. This, I know. I got something. You have to go to school tomorrow! 5. She's like, okay, she's fine. That was a 5? She said 5, yes. I said 3. She didn't seem scared, were you scared? No. Okay, but you guys gave me a 5. Okay, so I need to work on this. Okay, hey guys, there's more people coming. Okay. Let's Needleman's working the camera. They're too fast. That's what? They are too fast. They're running away. I know. You slow down, everybody. They're like, nope, there's more candy to be had. Let's see. Oh, here's some. Oh, there's a person. Oh. You've just run out of candy. Ooh. Oh. Oh, she's crying. Okay, she's crying. How'd I do? That's a 5. That's a 5. I've learned a lot. Hey, give my judges and all my volunteers a round of applause. This was a lot of fun. I wish more people were coming through. I would have scared them too. Thank you. Okay, you guys have been great. Marty's coming up soon and we're going to be. Ja, einige Attraktionen haben einen Overlay während der Party und zwar auch Monsters Love Floor, wo wir gerade drin waren. Da gibt es auch Süßigkeiten und es ist als Halloween-Version. Wir waren auch gerade mitten in der Show drin, habt ihr gesehen. Space Mountain hat einen Overlay, die Teacups und Pirates. Wir gucken uns jetzt die erste Dance-Party an und ich habe schon Sully gesehen.
Ja, die Dance Party war wirklich sehr witzig, vor allem mit sehr seltenen Charakteren. Ich bin nicht scharf, jetzt bin ich wieder scharf. Mike Koslowski, Sully und ich weiß leider nicht den anderen Namen von dem Monster mit der Socke hinten drauf. Richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, jetzt stehe ich jetzt hier eine halbe Stunde geht das Feuerwerk los. Ich stehe vom Schloss. Ja, ich habe noch ein Plätzchen bekommen. Es ist natürlich voll, aber die Parade war gerade vorbei, die erste Parade. Und wir gucken die zweite Parade, weil die soll tendenziell ein bisschen weniger los, also da soll weniger los sein, weil viele dann schon mit ihren Kindern heimgehen oder die erste schon geguckt haben. Ja, also jetzt Feuerwerk, dann noch Parade gucken und dann wollen wir uns noch bei Mini, Donald und Daisy anstellen, wo später hoffentlich weniger Wartezeit ist, als wir uns anstellen wollten, war über eine Stunde und das wollten wir uns jetzt nicht antun. Ja, die Trick-or-Treat-Tüte ist auch schon sehr gut gefüllt und bisher finde ich eine echt gute Party. Klar, man kann nicht alles schaffen, das ist normal. Man muss Prioritäten setzen und meine liegen ganz klar bei den Shows. The story that you are about to be told is yes, Halloween is a night filled with surprises. Playful tricks, frightful treats. Why, anything can happen on Halloween, as some friends found out on a night much like this one. Oh, but I'm getting ahead of myself. And a bit of fright, Halloween is the greatest of nights. Happy Halloween!
Wir sitzen jetzt hier bereits vor unserem Paradespot. Wir sind direkt nach dem Feuerwerk hier hingegangen und so, dass ich dann gleich direkt zu den Charakteren weiterlaufen kann. Brina und Sinan wollen wahrscheinlich Pirates fahren mit den echten Piraten, also Schauspieler-Piraten in der Attraktion. Wenn sie das fährt, dann blende ich euch danach auf jeden Fall eine Szene ein. Ich bin sehr gespannt. Das Feuerwerk war sehr, sehr schön. Ich finde, Paris könnte während der Halloween-Party auch sowas machen. Natürlich war es sehr amerikanisch. Höher, größer, weiter. Hier noch eine Rakete, da noch eine Rakete. Ja, es ist sehr imposant hier, das Feuerwerk. Aber trotzdem richtig cool. Und jetzt freue ich mich auf jeden Fall auf die Parade. Dann treffe ich noch die Charaktere und das war's dann auch schon mit dem Abend. Also die Party geht ja nur von 7 bis 0 Uhr, also schon relativ kurz. In Paris geht's ja wenigstens bis 2. Ja. Aber, achso, was habe ich eigentlich fürs Ticket bezahlt? Wir haben $150 für das Halloween-Ticket bezahlt. Je später man in den Oktober geht, desto teurer werden sie. Also sie fangen, glaube ich, bei $110 an, so im August. Und ich glaube bis zu 200 für Halloween oder so Special-Tage. Also ist kein günstiger Spaß, aber generell Amerika-Preise ist alles nicht günstig. Come and talk to me, you know. It's all right, I'm a stranger. My name's Lucky Louie, what's yours? What's your name? Will you let me out? Part of the drill. This is true, yelling boo. He's the
Hier ist noch Goofy als Pirat. Ich gehe erstmal zu Minnie, Daisy und Donald. Hi. Yes. Oh, I'm scared. Yeah, you're good. Okay. You go right ahead, my friend. Hi, Donald. You look amazing in your pumpkin. I love it. So cute. So pumpkin is your favorite. Yeah, you like it. So let's have some pictures. Yeah. Hi, Daisy. How are you? I love your, what is it? A princess, right? Yeah. Beautiful. So cute. So let's have some pictures. Yeah. Hi, Minnie. Wow, you look amazing in your witch dress. So spooky. Have you seen my Mickey ghosts on my dress? Oh, it's so cute. You love that? Yeah. So cute. But I love your hat as well. Oh. Very cute. Let's have some pictures. Hi, Goofy. I love your pirate outfit. It's so cute. One of my favorite Halloween outfits. You had a spooky night? Yeah, me too. It was a wonderful party. First time for me in Orlando. So, let's have some pictures. Oh, ein bisschen verschwitzt, denn ich bin nach der Parade sofort losge... Also rannt jetzt nicht, mit schnellen Walken zu Minnie, Daisy und Donald. Und ich glaube um 23 Uhr bin ich losgeschlappt, weil mir wurde gesagt, dass die Line bis viertel vor offen ist. Und ich habe es geschafft. Ich war pünktlich und es war ein Walk-on bei den Charakteren. Da war niemand. Ich bin direkt durchgegangen zu allen drei Charakteren. Hab danach auch noch Goofy treffen können im Piraten-Outfit. Also vier Charaktere innerhalb von 10 Minuten getroffen. Ja, weil ich jetzt so spät abends da war. Also direkt nach der Parade losgerannt und die Charaktere getroffen. Ich hätte es vielleicht noch zu Winnie Pooh geschafft, wäre ich ein bisschen schneller gewesen, aber da sind sie leider schon gegangen. Aber ich habe auch noch Alice und Mad Hatter getroffen. Also nicht getroffen, sondern halt gesehen. Diddle Dumb und Diddle Dumm. Meine Trick-or-Treat-Tasche ist voll bis oben hin. Wurde jetzt gerade noch voll gemacht. Und am Ausgang gibt es auch noch ein Bild gratis, das zeige ich euch auch noch, was wir bekommen haben. Also, es war ein erfolgreicher Abend. Ich habe das gemacht, was ich unbedingt machen wollte. Ich habe eine volle Süßigkeiten-Tasche. Mir ist warm, ich schwitze gerade unendlich, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich werde jetzt rausgehen, werde euch noch ein paar Eindrücke zeigen und dann hören wir uns, wenn ich wieder draußen bin. Eine weitere Sache, die man hier positiv anmerken muss, die Fotopassfotografen, das ist nach 12, letzte Show läuft, die stehen immer noch hier, zahlreich auf der Main Street, machen die Bilder von den Menschen, also da kann sich tatsächlich ein Paris eine Scheibe von abschneiden. There is a lot. É a terceira vez que ela tinha tazando e você chora. Encheu seu saco. Ja, das Bild gab es jetzt noch am Ausgang. Mickey's Not So Scary Halloween Party in der 50. Geburtstagversion. Richtig toll und freue mich sehr darüber. Ja, und die Süßigkeitentasche ist auch komplett bis oben hin voll. Ja, ein paar Sachen konnte ich euch heute noch nicht zeigen und zwar die ganzen Snacks, die es extra nur während der Party gibt. Dafür hatten wir jetzt leider keine Zeit. Aber war mir jetzt auch nicht so wichtig. Also das waren jetzt die Snacks. Es gibt auch eine allergiefreundliche Goodie-Bag, also für Süßigkeiten. Die kann man sich dann abholen. Ja, man sieht hier auf der Mappe, wo die ganzen Treat-or-Treat-Locations waren. Es gab insgesamt 3 Dance-Partys. Wir haben jetzt nur eine gesehen. Es gab noch eine mit den Junior-Charakteren und eine noch mit den Zombies. Ja, ansonsten haben wir eigentlich alles gut abgedeckt. Natürlich gab es noch viel mehr Charaktere,
Ariel, Erik, Gaston, Belle, wen noch? Also einige, aber nicht gar keine Villains. Ja, also das war das Programm der Halloween Party 2022 hier im Magic Kingdom. Ja, und das war mein Video zu Mickey's Not So Scary Halloween Party. Ich fand es tatsächlich eine sehr schöne Party. Klar, es ist nicht günstig mit $150 und ja, in Paris kostet es ja knapp 80 bis 90 Euro. Also ist noch eine Stange mehr Geld, aber ich habe das geschafft, was ich wollte. Ich habe alle Shows gesehen und das war meine Priorität. Ich habe sogar noch Charaktere am Ende getroffen, auch wenn es ein bisschen stressig war. Habe ich die getroffen, die ich unbedingt treffen wollte. An so Abenden muss man sich halt Prioritäten setzen. Dann gab es ja noch die ganze Trick-or-Treat-Tasche und halt dieses Bild. Ob ich es jetzt normal machen würde? Ja, ich denke schon, wenn ich nochmal zu dieser Zeit hierher kommen würde. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bereue es nicht, es gemacht zu haben. Und ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns morgen zu einem weiteren Tag im Magic Kingdom und zu unserem letzten Tag im Magic Kingdom und dann übermorgen geht's für uns zurück. Ich weiß nicht, weil ich die ganze Zeit nicht fokussiert. Ich glänze auch wie ein Honigkuchenpferd. Naja, egal. Morgen wieder im Magic Kingdom. Also bis dann. Ciao.